So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren hitzigen Aufnahme von Isaac Repentance. Ich versuche mir ja gerade anzugewöhnen, immer zu sagen, wo gerade die aktuelle Folge auf YouTube ist, dass ihr grob wisst, was ich für Kommentare gelesen habe und so. Heute war die XXL-Folge mit Jakob Isaac and his mother und lived alone in a small Esau. household. Ich weiß nicht, warum ich immer Französisch wechsle. Ich finde es so, irgendwie klingt es. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Lasst mich. Okay, also nein, lasst mich nicht, aber, ne? Ja. So. Letztes Mal haben wir Forgotten gespielt und haben tatsächlich auch. Es ist viel zu laut. Wartet mal kurz, ich muss hier eben mal fix den Computer runterdrehen. So. Und haben hier mit Forgotten auch hier Tainted Forgotten freigeschaltet. Und an sich wäre ich jetzt eigentlich tatsächlich ganz gerne mit einem weiteren Tainted-Charakter fortgeschritten, aber ich bin gerade ganz ehrlich, ich bin ein bisschen heiß drauf, mit Forgotten mal Mother zu probieren. Und deswegen. Oder erstmal Gwydia? Wir haben Gwydia noch. Ist Gwydia, also bringt mir Gwydia was extra oder ist es dann nur ein weiterer Hart? Ah, weiß ich jetzt nicht, lass ich lieber. Wir machen mal Mother mit Forgotten. Mal zwischendurch wieder was anderes, ne? Und jetzt mittlerweile weiß ich ja, was hier Sache ist. Das habe ich ja komplett verdrängt, wie das Viech funktioniert. Hier sieht man es ja sogar, ne? Hier sieht man es ja sogar. Alles wird erklärt wie immer, ganz normal. Ganz normal wie immer wird erklärt. Und hier ist der Switch. Das war nicht so smart. So, aber dann muss ich jetzt eigentlich trotzdem Itemräume ja mitnehmen, ne? Also dann ist Planetarium, wenn man zum Beispiel Mother-Route geht oder so, dann ist sowas wie Planetarium da eigentlich nicht möglich. Weil man dann ja Millionen Itemräume auf dem Weg liegen lässt. Was nicht so cool wäre. To be honest. Ja komm, wir gehen rein. Yo! Yo! Nehm ich. Aber sowas vor. Oh, wow. Ach, das gibt's doch wohl nicht. Das waren ja zwei doofe Treffer. Bin ich ganz ehrlich, da kralle ich mir mein Herz gleich wieder, bevor ich das noch verliere. Also bevor ich das verliere, schnapp ich mir das gleich wieder. Bin ich in der Situation wirklich komplett ehrlich? Und den Geheimraum nehmen wir auch gleich mit. Oha. Ich glaube, da kann ich. Ah, Moment. Stopp. Der Geist dürfte an den Stacheldingern ja trotzdem, ne? Kann ich vielleicht. Ah. Nein, kann ich nicht. Scheiße. Okay. Also den Raum sollten wir zurückkehren, wenn wir die Möglichkeiten haben. Aber solange wir die nicht haben, sollten wir es lassen. Okay, ich merke schon, das wird so nix. Ich dachte, ich bringe mich ein bisschen in Sicherheit. Ja, jetzt haben wir ein paar. Jetzt kriegen wir ein paar. Jetzt kriegen wir ein paar. Sehr schön. Näher ran. Nein! Das war nicht so gut. Okay, da wäre schon mal eine Bombe. Da wäre schon mal eine Bombe. Das ist doch schon mal ein Anfang.
Walls of Steel wäre jetzt gut. Was? Was? Wie? Okay. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass... Also, das ist ja insane. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Oh, wir sind in der XL-Ebene. Ich merke das jetzt. Erst habe ich gar nicht gemerkt. Huch. Huch. Das habe ich ja wirklich überhaupt nicht gemerkt. Ja, komm her, HP ab. Ja, cool. Das habe ich ja überhaupt nicht. Oha! Passage. Qual Space? Schade. Kein Qual Space. Oh, ich bin fast ins Feuer gelaufen. Schießen die eigentlich auf mich oder auf den Geist? Habe ich schon mal gefragt. Na, die schießen. Okay, die schießen. Schießen schon auf mich so. Interesting. Ja, okay. Ja, okay. So, das Ding ist, wir haben zwei Bomben. Aber wir machen mal kurz den Boss. Wir warten mal kurz den Boss ab, dann sehen wir weiter. So machen wir's. Achso, sind ja eh zwei Bosse. Wow. Nein. Please die immediately. Thank you. So. Nächster Versuch. Okay. Ich glaube, hier wäre fast der Schusskollege besser. Weil ich da doch ein bisschen mehr mich... Scheiße. Hinter Steinen verstecken könnte, wollte ich sagen. Und dann die Steine nutzen kann. Ach! Naja. Hätte man besser machen können. Aber noch ein HP ab. Das ist doch cool. Oh shit. Oh damn, ich brauche dringend einen Schlüssel. Ah. Ah, ich brauche dringend einen Schlüssel. Hier muss jetzt ein Schlüssel rauskommen. Scheiße. Ja gut. Dann gehen wir vielleicht für Delirium. Ich krieg nichts mehr, oder? Ich könnte, wenn es hier einen Schlüssel gab. Gibt nicht mal einen Schlüssel hier. Scheibenhonig. Ah, ist jetzt echt kacke. Ah, das ist jetzt echt kacke. Ja gut, das war es dann an der Stelle. Mit der Geschichte. Shit. Ich habe einen Schlüssel aufgegeben. Ich habe die eine Truhe geholt. Ich habe das Passage-Ding, ne? Verdammte Axt. Ja gut, dann gehen wir halt doch irgendwas anderem. Ich meine, wir haben genug zu tun, so ist nicht. Aber Mother habe ich mir damit jetzt, glaube ich, schon komplett, ne? Mother ist jetzt, glaube ich, schon überhaupt nicht, also wirklich gar nicht mehr möglich. Wenn ich das richtig verstehe. Dann geht da überhaupt nichts mehr.
Ach Mist. Ich glaube, wir bleiben bei ihm lieber. Er haut dann doch ein bisschen besser drauf. Ja, jetzt kriege ich einen Schlüssel, du Pflaume. Ach komm, hör auf. Ein schönes rotes Herz. Jetzt kriege ich haufenweise Schlüssel. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Okay, wir machen aber gleich mal Boss, weil jetzt sind wir bei 67,5%. Na, wisst ihr Bescheid. Oh, Forsaken gegen seinen Kollegen, könnte man fast sagen. Aber das sieht doch ganz gut aus. Was? Ernsthaft? 67,5%, aber immerhin Damage up. Das HP-Up konnte ich nicht nutzen, aber immerhin kann ich das Damage up nutzen. Okay, Itemraum. Schnell Itemraum suchen und dann Abflug. Wir können ja auch... Alter. Okay. 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 Ja, wir können ja auch versuchen, wollte ich gerade sagen. Wie schnell sind wir denn? 8 Minuten. Habe ich Speedrun schon? Nein, Speedrun habe ich noch nicht mit ihm. Gehen wir auf Speedrun. Mal gucken. Mal gucken, wo wir so landen. Herzen wären cool. Das ist nicht so cool. Das ist auch kein Herz. Das könnte kritisch werden, wenn die mich treffen. Tut's weh. Das ist ein Herz. Okay. Schön, schön. Soweit, soweit. Schön. Ja. Wir probieren mal ihn hier gerade. Ich denke, das sollte gut laufen mit ihm diesmal. Mach dich einfach weg. Okay. Okay, da gehen wir einfach durch. Ist eigentlich jetzt auch egal, ob ich als erstes Bossraum finde oder Itemraum. Wäre beides cool. Okay. Nein! Nein, das darf nicht wahr sein. Ich habe meine Dings verloren. Oh, nee. Ich habe meine Wahrscheinlichkeit schon wieder verloren. Scheißdreck. Oh, du bist es. Okay. Da muss ich jetzt aber böse aufpassen. Gerade wann... Ja. Eben, deswegen. Gerade weil der jetzt nicht so unbedingt auf Nahkampf gedacht ist. Vor allem, wenn der dann da rumschlägt. Mit seiner Scheißhand. Aber passt doch. Komm, mach dich jetzt weg. Scheiße. Ach, es ist zum Kotzen, dass ich den jetzt nicht gekriegt habe, den Angel Deal. Den hätte ich echt haben können. Also den hätte ich wirklich haben können. Das ist doch zum Kotzen. 11 Minuten. Ach, das ist ärgerlich. Das ist wirklich, wirklich ärgerlich.
Und ich hoffe, es ist es wert, dass wir den... Den Dings noch suchen. Den Item. Okay, wir beides gefunden. Chillig. Ja, das kann man doch mitnehmen. Das kann man doch schon mal ganz gut mitnehmen. Okay, weiter. Schnell weiter. Trotzdem ärgerlich. Ich hätte einen Engel-Deal haben können. Ich hätte ihn locker haben können. War blöd. War blöd. So. Zwölf Minuten. Schlüssel schon mal da. Oh Mist, Pin-Drecksviecher. Nein, ich hab schon wieder... schon wieder ein Knochenherz verloren. Das ist doch wohl nicht wahr. Weil ich jetzt auf schnell spiele. Ich kann nicht auf schnell spielen, da werde ich kacke. Da werde ich richtig kacke, wenn ich auf schnell spiele. Nee, Mann! Die kann da drüber, was? Wieso darf die das? Wieso darf die das? Das war ja frech. Seit wann darf die das? Ich hab hier das nicht, oh mein Gott. Ich hab ihr das nicht erlaubt, ne? Okay, können wir gleich ein zweites Soul Heart generieren? Boss. Wir sind noch bei 55% Chance. Also 53, aber fast. Wow. Ich glaube, wir machen mal den hier. Aber der macht nicht so richtig Schaden, ne? Das ist das Problem. Ah, Mist! Scheiß Dreck. Mach dich einfach weg, Mann. Jetzt. Ja, komm her. Scheiße. Das Knochenherz nimmst du mir nicht. Das Knochenherz nimmst du mir nicht. Endlich. Zeit ist geworden. Oh, das ist jetzt natürlich auch ganz gut. Mit Glück kriegen wir nämlich die jetzt eh noch voll und dann passt die Geschichte auch. So, die Frage ist, soll ich versuchen... Wie sieht's denn zeitlich aus? 15 Minuten. Schwierig. Nee. Was ist denn jetzt besser, Relations oder das Viech? Ne, die Knochenherzen sind wichtiger, würde ich sagen. Ich würde sagen, die Knochenherzen sind wichtiger. Abflug. So. Eigentlich wäre jetzt mein Ziel schnell Itemraum. Nein!
Schnell Itemraum und dann mit Imperer zu Marm. Das wäre so mein Ziel gerade. Oha, moin. So komme ich nicht an dich ran, Kollege. So komme ich an dich ran. Nee, mach mal nicht. Ja, das kannst du machen. Tschüss. Okay, jo, weiter. Das war knapp. Mach dich einfach mal weg, Kollege. Mach dich nicht zu mir. Die ganzen kleinen Drecksviecher, ey. So, mach dich weg. Ich hab keine Zeit, mach dich weg. So, oh nein, da ist eine Arcade. Ich hab keine Zeit für Arcade, nur wenn da ein Bettler drin ist. Da ist ein Bettler drin. Nein, du bist kein Bettler. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Ich dachte, das ist ein anderer. Wollte ich nicht. Weg mit euch. Lavas, ja komm. Auffüllen, da ist auffüllen, ist auffüllen. Nein, Mann. So, jetzt könnte ich das Ding einsetzen, aber dann ist ja... Ah, okay. Scheiße. Komm, mach du den Rest. Mach jetzt das Ding weg. Okay, gut. Schnell rein. Schnell mitnehmen. Wehe! Lass mich! Lass mich! Lass mir mein Item. So. Wir sind zeitlich 18. Abflug. Nein! Geht doch. So, wir müssen Dings mitnehmen. Ganz wichtig. Genau. Negativ. Wir müssen Negativ mitnehmen. So. Da ist ein Horn. Das interessiert mich recht wenig. Das ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war dieses komische Augen-Item, aber ich glaube, das wäre ja dann nur interessant für den Geist. Lasst mich das ganz kurz eruieren. Lasst mich dieses Item ganz kurz eruieren. Keine Ahnung, wie es heißt. Also, literally überhaupt keine Ahnung, wie es heißt. Da. Eyesore. With each tier fired, you have a chance to fire 1, 2, 3 extra tiers in random directions. Nee, das klingt. Das klingt nicht. Also, das klingt nach was ich mitnehmen würde, aber nicht nach was ich auswähle. Oh, was waren die Wellen? Aquarius ist es, ne? Ich glaube, das ist die Spur. Diese Wasserspur, die man das sich herzieht, die Gegner. Ja, ja, Trail of Tears. Ja, puh. Puh, weiß ich nicht. Und dann ist das letzte Item hier. Der Löffel. Ich glaube, das sind... Sind das zielsuchende Tränen? Ich glaube, ja. Ich glaube, die bekommen einen Homing-Effekt. Problem. Ich kämpfe ja eigentlich fast mit dem Knochen nur. Wo ist jetzt der Löffel?
Da. Ich meine, ich kann es versuchen, aber es... Ich glaube, das ist das Sinnvollste in der Situation. Ja, ja, der hat jetzt einen Homing-Effekt tatsächlich. Aber das Problem ist halt, dass er noch an der Kette ranhängt, ne? Moment, hat jetzt er den blauen? Oha, das habe ich gar nicht realisiert. Okay. Oh boy. Dies ist keine gute Kombination. Du musst einmal weg und dann musst du einmal weg. Jo, hatten die nicht mal irgendwie eine Reihenfolge? Was ist denn das hier für eine Kombination? Aua! Hä, das... Hatte der... Speedrun nicht mal eine Reihenfolge? Also der Boss war nicht mal... Aua! Bin gerade total verwirrt. Was hier für Gegner kommen jetzt schon so bald... So, ich hoffe, ich krieg's hin, jetzt mal auszuhalten, bis die nächste Phase kommt, weil dann könnte ich ja selber hier das Ding... Ja, scheiße. Ja, so nicht. Ich hätte wechseln müssen zum Blauen und dann wieder hoch. Das wäre eine gute Strategie gewesen. Leider habe ich die nicht angewendet. Okay. Okay. Herz! Der war wichtig. Na, was? Was hat mich getroffen? Sehr schön. Also damage-technisch ist es schon ganz cool, was wir hier treiben, ne? Nein, der macht Bumst. Oh Mann! Scheiße! Ah ne, der kann auch wieder Brimstone machen, ne, der blöde Geist. Vielleicht kommt man erstmal um. Nein, 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 nein. Ja, da komme ich nicht weg, das ist das Problem. Ah, Mann! Das ist nicht, wie es laufen sollte. Wow! Freund. Irgendwie mache ich dem kaum Damage. Muss ich doch hinlaufen, ist aber blöd, wollte ich nicht. Gerade das wollte ich verhindern, weil ich wollte eigentlich mein weißes Herz nochmal, ne?
Scheiße. Okay, jetzt. Oh. Da kam das Herz zurück. Das war der Plan. So, da liegen... Ich weiß jetzt, hier liegt ein rotes Herz rum. Das ist wichtig zu wissen. So, fürs Auffüllen. Mann, ich sehe diese scheiß Spinne nicht. Alter, da läuft einfach eine scheiß schwarze Spinne über den Boden irgendwo. Boah, mach dich weg, ey. Oh, nee. Zum Herz. Nein, ich wollte nicht reinlaufen. Mann. Ich komme nicht schnell hinterher. Nee. Das ist gleich wieder weg. Liegt noch irgendwo ein Herz rum. Nein. Ja, scheiße. Mal weg jetzt. Du dich mal weg jetzt. Du auch. Oh nee, was ist das denn? Scheiße. Shit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit wir in den Phasen sind und wer uns noch alles fehlt. Mann. Sonst hat man so einen Eindruck gehabt, wie weit man war. Aber ich sehe überhaupt nichts. Die Spinnen auf dem Boden zu sehen, ist ja das Grausamste überhaupt. Alter, löscht euch. Scheiße. Ich sehe nichts mehr. Wo ist denn der jetzt? Junge. Holy moly, Divorce Papers, was immer du bist. Okay. Und noch ein Item. Botfly. Defense Drone. Ja, mit der Energie wird es nichts mehr, aber wir haben immerhin den Boss Rush. Das ist doch was. Wie komme ich jetzt? Also, mal Retalk. Geh lieber so raus. Ich glaube, ich hätte die einfach berührt, ne? Alter! Das war ein sehr intensiver Bosswasch. Jetzt werden wir draufgehen. Aber ist mir jetzt auch egal. Divorce Papers. Klingt interessant. Keine Ahnung, was es macht, aber es klingt interessant. So grundsätzlich. Oh, die Schi... Ah, okay, okay. Die gefällt mir auch. Oh, boy! Ja, jetzt wird's böse. Ich muss auf Herz hoffen. Das ist kein Herz. Das ist ein Herz, aber nicht für mich. Das ist für den Geist. Dann muss halt der Geist übernehmen. Solange der Geist gut angekettet ist, sollte das eigentlich auch gut gehen. Don't hit me, please.
Nein! Schlecht. Ja, okay. Ist egal. Wir haben was erreicht. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.